Oi, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute mal mit Bagish und einem Gravekeeper Deck Profile Update. Normalerweise möchte er sein Deck nicht so gerne zeigen, aber er hat letztens auf Chongs Turnier einen Fan getroffen, der hat sich das extra gewünscht. Und möglicherweise ist das für eine längere Zeit das letzte Deck Profile von Gravekeeper. Er hat ein neues Deck entdeckt, aber mehr seht ihr bald in Bagish Zutern Deck. Also es ist nochmal, wie gesagt, das letzte Mal, Gravekeeper, das letzte Update. Es wird wahrscheinlich keine bessere Version von Gravekeeper mehr kommen. Und es ist, wie gesagt, nur für die paar Fans von Chongs Turnier. Mit dieser Variante lief das Deck viel besser. Wirklich, ich stand 4-2 und habe Top 8 nicht geschafft. Am Ende des Tages war ich Platz 15 oder so. Und ja, schauen wir mal jetzt. Fangen wir mit den Monstern an. Dreimal Kommandant muss. Drei Anwerber muss. Jetzt der neue Superstar, der Gravekeeper. Ist wirklich sehr stark gegen viele Sachen. Dreimal Ketzer. Auf Englisch heißt er Heretic. Und wenn Necrolli liegt, bleibt er unberührt. Er kriegt zwar nicht den ATK-Boost, aber er hat 1800 Angriff, 1500 Def, mit Anwerber suchbar. Gegen die ganzen Magic Spectre-Karten. Er bleibt unberührt. Kann einfach sicher angreifen mit Schutz. Der ist wirklich extrem stark. Der neue Superstar. Dann einmal Abkömmling, zum Schießen braucht man den als Option und einen Attentäter. 11 Monster, die reichen. Okay, gleich direkt erste Frage, was ist mit Spy passiert? Spy, der ist weg. Den Schaman spielt man nicht mehr, den starken, weil man die Mais spielt, den hat man zu oft auf der Hand. Und wenn man Schaman nicht spielt, hat man Spy nicht mehr so gute Ziele. Und Hauptproblem von Spy ist, dass er gesettet ist und einen ganzen Zug braucht. Deswegen das Deck ist stark auf Anti und ein Zug kannst du nicht warten. Es bringt nichts. Deswegen muss ich leider Spy komplett kicken. Man kann einen im Side spielen. Gehen wir mal zu den Monstern. Dreimal Strike muss in dem Deck, nicht zweimal, sondern dreimal. Warning zurzeit extrem stark. Zweimal Tombstorm. Zweimal Lusso und Turn. Die wird viel zu selten in Anti-Decks gespielt, ich weiß nicht warum. Also ein Gravekeeper, die haben alle hohe ATK-Werte, die Monster sind dann in Death, Destroyer, alles möglich, kann man über alles mögliche rüberlaufen. Ein Emptiness. Zwei Mirror Force, die klassische, wie gesagt, wegen Necrolli. Egal was es ist, die Monster kommen in Grave, haben dann meistens keine Effekte, auch keine Cosmo-Monster. Eine BTA auf Dark Planet, beste, und ein TT. Schnell zu den Zauberkarten, dreimal Demise muss, perfekt kompatibel mit drei Pots, zwei Allure und ein Upstart, zwei Necrolli reichen, zweimal Stele, auch gut zum Setten, auch wenn du mit Demise Monster abwirfst, ist nicht so tragisch. Ein Dark Hole, hier ist noch eine Raigiki, ich habe die Karte zurzeit leider nicht, und eine Windkarte Tribute. Als Deck lief wirklich sehr gut gegen die ganzen Meta-Decks. Schauen wir mal schnell zum Extra. Ein Sardust, ein Utopia Prime. Rebellion. Hier kennt ihr eigentlich alles. Und das ist Breaksword, der Dreieck-Seed. Zum Schießen, sehr wichtig. Zum Side-Deck gegen BA. Hier kann man zwei oder drei spielen gegen alles, was Tribute hat, Magic Spectre, Monarchen. Zweimal Eisenmauer. Dry Road muss. Wenn ihr es irgendwie schafft, ihn ins Main zu kriegen, tut sie Main rein auf Chongs Turnier. Jeder hat es gesehen, all meine Teamkameraden. Ich habe die so oft Game 1 Starthand kassiert. Also es war wirklich nicht komisch. Auf der DM war es genauso. Zwei Full House, das ist die dritte. Dreimal Full House muss. Ein Teil der Toten, ein Space, das ist Dark Hole und das ist Twin Twister. Das war's. Fazit zum Deck, also deine Einschätzung jetzt im Mitte und wieso wechselst du vielleicht dein Deck jetzt? Also Gravekeeper ist wirklich in Ordnung, aber dank unserer Serie war es doch ein Deck, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Gibt es ein paar Decks, die wirklich besser sind, muss ich ehrlich sagen, und ich habe schon viel besorgt davon. Und ihr werdet davon in den nächsten Folgen erfahren. Alles klar. Bis dahin, leidet nicht.
Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren, gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab. Und leidet's nicht und schaut's vorbei.